Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle! Und wir werden es hoffentlich heute fertig schaffen, dieses ganze Areal hier zu erkunden. Ich sehe hier schon das Ende dieser Route oder Anfang einer neuen Route, ich weiß es nicht. Du bist kampfbereit, dann lass mal sehen, welche Pokémon du einsetzt. Willkommen bei meiner Pokémon-Show! Aha, eine Pokémon-Show? Über was denn? Eine Show über was denn? Über den gnadenlosen Kampf, den ich jetzt liefern werde. Gut, Stirklops. Ich weiß nicht, ob wir... Ich habe übrigens Tricky nach vorne gepackt. Kann sich Shelter-Ramp ein bisschen ausruhen. Ich weiß nicht, ob wir Stirklops schon mal als Gegner hatten. Ich glaube nicht. Gut, aber Gnaden bin ich mir auch nicht sicher. Aber da bin ich mir bei Fifing gerade auch nicht sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr interessant, dass hier ein Stirklops ist. Sollte ein Geist-Pokémon, pures Geist-Pokémon sein, ja. Genau. Ist aber ein ziemlich cooles Geist-Pokémon. Kann sich sogar noch weiterentwickeln, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Aber die Weiterentwicklung von Zwirklops sehe ich eigentlich nie in Kämpfen. Wirklich nie. Habe ich kaum gesehen in meinem ganzen Leben. Ich kenne die Weiterentwicklung von Zwirklops. Das ist, glaube ich, Zwirfünz oder wie der heißt. Ich glaube, es war Zwirfünz. Die kenne ich vom Anime. Weißt du, da gab es mal so eine Folge, wo die alle dachten, irgendwie 12 wäre voll das gruselige Vieh, ich will alle Nomnomsen. Aber nee, der war eigentlich voll nett. Irgendwie sowas kann ich mich dran erinnern. Bam, man kann jetzt den Fall jetzt mal down. Aber wir merken, also wir haben es wahrscheinlich schon gemerkt, aber ich würde es nochmal erwidern, dass die. Oh, nice, Crit. Dass die Trainer hier ein bisschen dazulernen. Ich meine, Pokémon sind entwickelt. Hey, das hatten wir am Anfang unserer Reise in dieser After-Story nicht. Genau. Und ja, jetzt haben wir das. Das ist ziemlich cool. Oh oh. Da sagt er irgendwelche bösen Wörter, er flucht. Dadurch geht er down. Aber wir erhalten trotzdem ein paar XP. Gut. Ja, was Fluchbar eigentlich macht, ist genau das hier. Pokémon zieht sich die Hälfte Leben ab. Dafür kriegt eins meiner Pokémon die ganze Zeit Schaden. Das kann man nicht wegmachen. Das bleibt für den Rest des Kampfes da. Dieser Fluch. Gut, wenn ich rauswitsche, dann kriegt es fürs Erste keinen Damage. Aber wenn ich es wieder reintue, sollte der Fluch eigentlich immer noch bestehen. Soweit ich weiß. Kann sein, dass das nicht stimmt. Müsst ihr mal ausprobieren. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber du musst auf jeden Fall erstmal raus. Ja, Traumagil. Du hast noch nicht so viel gekämpft, ne? Können wir unser kleines Geistlein mal rausholen? Schon Level 70 ist das Ding. Sehr, sehr nice. Das sind noch nicht alle unsere Pokémon. Aber ich finde diesen Kakel bisher ziemlich cool. Wie gesagt, die haben ein bisschen dazugelernt, die Trainer. Und ja, dafür bin ich hier. Für starke Trainer, die wissen, wie man kämpft. Ich gehe jetzt mal erstmal mit beiden auf Kirlia. Wo das eigentlich auch schon ausreichen sollte. Ja, ja, one hit. Okay, Trainerin war schwach, aber der Trainer, der wird bestimmt noch richtig reinhauen, oder? Ja, wir sind zu schnell. Nicht so viel Damage. Oh doch, das tat schon ziemlich weh. Aber Brutalanda, ich meine, sie sieht schon im Namen, das ist brutal. Also, dass das viel Damage macht, glaube ich, das wundert hier niemanden. Sollte niemanden wundern. So, Psystrahl. Oh, das reicht schon. Cool. Ich meine, okay, wir sind ja auch schon sehr viele Level hoch, ne? Level 71 schon für die beiden. Die anderen kommen noch hinterher, Scorpio vor allem. Alter, ich glaube, Scorpio muss ich dringend mal ein paar Sonderbabus geben. Der kommt überhaupt nicht mehr klar. Oh, voll Leben. Der Arme. Pokémon liegen dir offensichtlich sehr am Herzen. Ja, hast du meine sagenhafte Show genossen? Ob ich die genossen habe? Oh ja, das ist ziemlich cool. Deine Show mit deinen coolen Pokémon. Warst du ein guter Trainer? Ich bin mit Butler von Kindesbeinen an aufgewachsen. Wir haben wirklich viel zusammen erlebt. Okay. Wir sollten das mal wiederholen. Ich habe noch einige Überraschungen für dich in petto. Klar. Wo geht das hier hin?
Zum Erholungsareal. Ja, wir sind schon da. Okay, bevor wir aber jetzt da lang gehen. Oh Gott, da muss ich wieder ganz viel schneiden. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, hier ist man ja richtig langsam in diesem überhohen Gras. Oder nein, warte. Das ist realistisches Gras. Oh Gott, das realistische Gras. Oh, okay, ich bin durch. Ein düster Umhang. Ich glaube, das ist irgendwas für Geister-Pokémon. Da hinten ist ein... was? Man kann ja hoch und dann geht es da weiter mit Trainern? Okay. Aber ich würde eigentlich schon gerne mal kurz ins Pokémon Center gehen. Deshalb gehen wir nach unten. Ah, okay. Da waren auch so viele Pokémon gerade. Gucken wir gleich nach. Gucken wir gleich nach. Erstmal rein hier in das Erholungsareal. Hier habe ich lange drauf gewartet. Erholungsareal. Viel Spiel, Spaß und Entspannung pur. Na, dann bin ich doch beruhigt. Ja, hier rechts gibt es noch was. Dieses kleine Areal, was wir gesehen haben. Und dann kann man hier nach links surfen. Zurück zum Kampfareal. Also das Kampfareal ist das Hauptding hier auf der Afterstory-Insel. Neben dem Karberg. Ja, das Überlebensareal war ziemlich unnötig, wie ich finde. Höchstens halt fürs Heilen war es gut. Und ja, das Erholungsareal ein bisschen was besser ist. Also es sieht auf jeden Fall schon mal schöner aus, finde ich. Ein Blindenstar geht überall hin, um für seine Fans zu singen. Ein Trainer geht überall hin, solange ihn seine Pokémon begleiten. Macht wohl Sinn. Pokémon tauchen da auf, wo viel Natur ist. Trainer tummeln sich wiederum an Orten, an denen es Pokémon gibt. Und wo es Trainer gibt, da werden Pokémon Center errichtet. Macht Sinn. So, aber erstens mal schön heilen. Meine ganzen Pokémon haben das nötig. Oh yeah. Gut, gut, gut. Ich bin weit gereist, um mein geliebtes Pokémon noch hübscher zu machen. Dann wird es mich nämlich noch mehr lieben. Ist es nicht andersrum? Dann wirst du es mehr lieben, weil du es hübscher gemacht hast? Oder wollte es hübscher sein? Na egal. Wahnsinn, du hast schon alle Pokémon gesehen, die in Sinnoh leben? Unglaublich, wenn ich größer bin, will ich auch mit Pokémon auf Reisen gehen, wie du. Ja, träum mal weiter. Wetter und Terrain sind hier viel extremer als in anderen Teilen von Sinnoh. Das heißt bestimmt, dass es hier viele verschiedene Pokémon gibt. Ja. Im Duellturm versammeln sich nicht nur die besten Trainer Sinnohs, sondern der ganzen Welt. Welch ein wundervolles Gefühl es sein muss, sich mit vielen Pokémon anzufreunden und dann seine Lieblings-Pokémon zum Sieg führen zu können. Ja, vielleicht mache ich den Duellturm ja nochmal. In dem Bonusvideo oder so. Ich überleg's mir noch. Bin ich da bloß gestrandet? Ja, soll es ja noch nicht mal einen Laden geben. Wie soll ich mich denn da auf meine Weiterreise vorbereiten? Ich kann dir gerne einen Pokémon ausleihen, wenn du willst. Dass man in den Untergrundhöhlen coole Sachen ausgraben kann, weißt du, oder? Manche behaupten sogar, dass man dort in letzter Zeit ganz unterschiedliche neue Dinge zutage fördern kann. Okay, warum fehlt hier ein Baum? Das ist ein bisschen komisch. Warum? Ist das der heilige Deku-Baum oder... Was geht hier ab? Haben die den Baum da links einfach weggepflanzt? Hier hin? Kann man die Pokémon fangen? Ja, kann man. Okay. Auch interessant. Waren wir hier schon drin? Ich bin mir gerade unsicher, ob wir hier schon drin waren. Nee, warum nicht? Mein Fernseher ist alles, was ich brauche. Ich lerne so viel durch dieses Gerät. Ich sauge das Wissen regelrecht auf. So habe ich zum Beispiel gelernt, dass einem die Landkarten-App von Poketch den Aufenthaltsort von sich fortbewegenden Pokémon anzeigt. Ich bin zwar noch nie solchen reisenden Pokémon begegnet, aber ich habe von ihnen gehört. Ja, das würde ich lassen. Zu viel Fernsehen ist nicht gesund. Würde ich mal behaupten. Ich gehe lieber ein bisschen mehr raus, als die Zeit vielleicht nur am Fernsehen zu verbringen. Oder mach auch irgendwas anderes. Bänder-Syndikat, Zutritt nur für Mitglieder. Ja, also ich bin Champ, ne? Ich denke mal, man kann dann auch noch für mich ein Auge zudrücken, oder? Kommt schon. Für meine Pokémon will ich nur das Beste. Dafür reise ich auch bis ans Ende der Welt. So bin ich nun mal. Na dann, ist auch schön. Ob ich auch wie ein Aquana mit dem Wasser verschmelze, wenn ich mich nur lange genug im Pool aufhalte? Okay,
Darauf werde ich nicht antworten. Darauf könnt ihr keine Antwort von mir erwarten. Ich guck mal, ob es hier noch irgendwelche Items gibt oder so. Ich komme gar nicht durch, ey. Bisschen schwierig. Hä? Lol, da ist doch ein Item. Ich hab's mir schon gedacht irgendwie, dass da vielleicht noch irgendwas ist, aber ich kam da nicht lang. Wieso das denn nicht? Guck, hier geht das nicht lang. Ist ja voll komisch, aber hier kann man dann lang. Okay, ist nur etwas Geld. Trotzdem, nehme ich mit. Ich meine, warum sollte man Nein sagen zu Geld, ne? Warum denn? Warum denn? Und jetzt hier rein in dieses Schönheitssalonchen. Bedauere, aber zu diesem exklusiven Resort haben nur handverlesene Mitglieder Zutritt. Gewissermaßen eine Bühne für die Creme de la Creme. Wenn du beitreten möchtest, dann sammle am besten so viele Bänder wie möglich. Ey! Oha, dann halt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das da funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob ich das jemals zeigen kann. Müsste einer von euch mir helfen und mir das erklären, weil ich check das nicht. Ja, das ist blöd, dass hier kein Laden war, weil ich hätte jetzt schon gerne einen Topschutz gekauft. Egal, dann schneiden wir halt ganz viel. Da unten zum Beispiel ist noch ein Item. Und ich glaube, da oben ist eine Trainerin, die ich irgendwas kämpfen will. Und dann sind da oben, glaube ich, auch noch zwei weitere Trainer. Protein! Okay. Da hinten ist doch bestimmt noch was, oder? Da unten links? Hier ist ein Grasfeld dort. Da könnte noch was sein. Hier. Siehst du nichts? Doch, ein Riesenpilz. Ganz böse versteckt. Aber wir haben es natürlich gefunden mit unserem Adlerauge. Naja, ja. Und Kampf. Oder auch nicht. möchten Sie nicht reden? Da natürlich will ich das. Ich möchte diese wunderschöne Natur hier schützen. Dafür setze ich mich jeden Tag mit meinen Pokémon ein. Dann nach oben geschaut, aber warum das denn? Oder nach unten oder rechts oder so. Aber dafür vielleicht nach links geschaut. Der Reinhard. Warum nicht? Oben wird jemand langlaufen und nur links, ja, rechts unten ist ja halt nichts. Komischer Typ. Aber cooles Pokémon, ein Pandia. Ich glaube, Pandia ist das Pokémon mit den meisten verschiedenen Arten, wie es aussehen kann. Weil ihr seht ja diese Punkte da auf seinem Gesicht und auf den Ohren. Die sind randomized. Die können immer in einem Pandia spawnen, sag ich mal. Können die immer woanders sein. Immer. Und da gibt es dann so viele verschiedene Arten. Ich glaube, das gab es sogar schon, seit es das Pokémon gibt in Gen 3. Müsste schon so sein. Kriegt dann übrigens auch aus Gen 3. Ja, sehr interessant. Die meisten sehen für mich in Ordnung aus, aber es gibt auch manche, die sehen total hässlich aus. Finde ich. Aber ja, die meisten sind okay. Oh nein, meine armen Pokémon! Jeder kann seinen Anteil für eine saubere Umwelt leisten. Es braucht gar nicht viel. Schutu. Was hat denn der Mann hier zu suchen? Hast du nach mir gesucht? Hast du mich einfach vermisst? Hätte ich doch nur eine weitere Weisheit für dich parat, aber Fehlanzeige. Also muss ich das hiermit wieder gut machen. Er gibt mir Geld, weil er nicht schlau ist. Okay. Danke, immerhin etwas. Ich könnte keine weißen Drahtstücke mit auf den Weg geben, das hier muss ausreichen. Ein Nugget aus purem Gold ist doch schließlich mehr wert als ein Quäntchen Weisheit. Ich weiß nicht, Riesenpilz hätte mir mehr gefallen. So. Popgenesung! Sehr geiles Item. Ihr wisst das schon. Und der letzte Trainer, glaube ich. Weil sich zwei Blöcke treffen, steht ein Kampf bevor. Joa, ich glaube, hier ab Folge 50 haben wir das dann auch mal verstanden. Das ist so wirklich so. Warum gibst du überhaupt einen Text? So, dir fällt überhaupt nichts ein. Hey, wenn sich die Blicke zwei Trainer treffen, müssen wir kämpfen. Wow, das ist das gleiche, was unser allererster Gegner gesagt hat. Gonna take us back to the past oder was soll das hier? Schau, Granbull. Sieht heute ziemlich pink aus. Ich meine, er war ein klein bisschen mehr lila, als ich das jetzt gesehen habe. Oh, okay. Ich schäme hier niemanden für seine Hautfarbe, ne? Er kann aussehen wie er will. Ciao, nom nom. Diese Bulldogge ist nun Tuchdogge. Besiegdogge, meine ich.
Das war wohl nichts. Satz mit X, da war wohl nix. Nö, nö. Das hat Erinnerungen an meinen allerersten Pokémon-Kampf geweckt. Aber warum nur? Ja, das sagte ich ja bereits. Lol. Okay, oh Gott, welchen Weg gehe ich lang? Ich glaube, ich gehe nochmal den ganzen Weg hier zurück und schaut hier nach links. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mal unsere ganzen Schätze, die wir gesammelt haben, sowie die Nuggets und die Riesenpilze, habe ich mal verkauft, um uns ein paar Schnieke, Nagel, neue... Wo sind sie denn? Neue Schutze zu kaufen. Ich suche sie gerade. Sie müssten eigentlich in diesem Beutel sein. Und schon. Yeah. 15 Top-Schutz. Keine Ahnung, warum da irgendwo mittendrin ist. Ich habe tolle Items, ich weiß. So, und damit werden wir jetzt hier die allerletzte Route begegnen, bevor wir dann hochgehen zum Karlberg, wo es dann so richtig losgeht. Route 230. Genau, hier herrschen viele Wassertrainer. Schau dir nur meinen Körper an. Ich raue, die raue See hat ihn so geformt. Ich hoffe, man hört das übrigens im Hintergrund nicht. Falls man im Hintergrund was hören sollte, dann ihr wisst, kann nichts dagegen tun. Tut mir leid. Aber ich habe halt nicht immer Zeit zum Aufnehmen. Ihr seht auch schon, dass der Hintergrund hier ein bisschen dunkler ist, weil ich es ein bisschen später aufnehme. So, entweder, ich kann mich halt immer entscheiden, entweder ich nehme unpassend auf, so wie jetzt, wenn zum Beispiel irgendwelche Hintergrundgeräusche sind oder wenn das in-game nicht so hell ist. Das Spiel kann ja zur Nacht dann auch dunkel sein, dann sieht es nicht unbedingt so schön aus. Fampen Fampen jetzt nicht zum Beispiel. Kribotak war übrigens cooles Pokémon. Muskeln habe ich jede Menge, aber lass uns nicht von Kraft reden. Ja, die hast du nicht. Dass diese wilden Pokémon extra für dich eine Vollmattacke einsetzt. Lol, dass dieses wilde Pokémon extra für dich eine Vollmattacke einsetzt, ist echt beeindruckend. Was würde er sagen? Was hat er denn im Original eigentlich gesagt? Das verwundert mich jetzt. Irgendwie mangelt es meinem Team und mir nie an neuen Herausforderern. Na dann. Ja, also entweder ich nehme halt zu unpassenden Zeiten auf wie jetzt. Oder ich nehme halt nur manchmal auf. So gefühlt einmal die Woche, wo ich richtig auch perfekt Zeit habe. Okay, was heißt einmal die Woche? Das stimmt jetzt unbedingt nicht so, aber... So, man möchte ja auch mal in der Woche aufnehmen, ne? Und das ist halt das Problem, wenn man in der Woche aufnimmt. Dass man nicht immer unbedingt so viel Zeit hat. Kann ich ja drüber reden, ne? Warum denn auch nicht? Ist ja nicht so, als würde ich hier irgendwas verbergen. Oh mein Gott. Darf mein Zuschauer nicht sagen, welche Uhrzeit, an welchem Jahrestag ich aufnehme. Nee. Oft ist es sogar so bei meinen Videos, dass ich die am gleichen Tag, wo ich sie aufnehme, auch hochlade. Das ist manchmal so. Ich würde sagen, sogar öfter als dass ich irgendwas aufnehme und es dann irgendwann anders hochlade. Meistens lade ich dann schon noch am gleichen Tag hoch. Aber nicht immer. Ich würde schon so sagen, 50-60% ist schon so der Fall. Wie es mit diesem Video aussieht, wer weiß. Ja, ich rede nicht so viel über das Spiel gerade. Ja, Kribotak und Lapras sind schon ganz gute Pokémon. Habe ich beide aber nie benutzt in meinem Team. Ah, wir haben verloren. Tja. Ha, 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 ha. Ich hätte gerne meine Ruhe, aber ich muss mich ständig mit irgendwelchen Jungs herumschlagen. Immerhin sind dadurch meine Pokémon ohne großen Aufwand stark geworden. Wait, what? Was soll das denn bedeuten? Hi! Ich bin eine Meerjungfrau, die auf den Wellen dahin treibt. Aber ich bin auch ein verspieltes Mädchen, das gerne mit Pokémon kämpft. Bist du eine Meerjungfrau? Siehst nicht wirklich so aus, so sind deine Flossen. Also so wie ich Meerjungfrauen kenne, ist das so, dass sie keine Beine haben, sondern eine Flosse. Flossegenosse. So wie dieser Jurob. Dieses Jurob. Oder ist das schon Jurong? Nee, das ist ein Jurob. Wenn die Zunge draußen ist, sieht es aus wie ein Baby. Dann ist es ein Jurob. Aber wenn es das nicht hat, sondern es ganz normal wie eine Robbe aussieht, ist es ein Yugong. Ganz ehrlich, Yugong sieht total langweilig aus. Und ich kann die Leute verstehen, die Jurob und Yugong verwechseln. Kann ich total verstehen. Oh, da sehen wir übrigens schon Yugong.
Ich meine, man kann es ein bisschen besser designen, oder? Es sieht einfach nur aus wie eine Robbe. Man könnte es schon ein bisschen besser designen. Vielleicht irgendwann in Gen 9 sehen wir dann Karmesin und Purpur sehen wir dann regional Yugong. Bei einer Niederlage kommen mir immer die Tränen. Don't cry, it's okay. Die Tränen der Meerjungfrau sind so salzig. Ja, aber nicht so salzig wie der salzige Spucknapf. Oh, da ist noch einer. Der genau in mich reingerannt ist. Au! Ein Trainer, der auf einem Pokémon reitet. Das gefällt mir. Lass uns kämpfen! Was? Wieso gefällt dir das? Du hast selber keinen Pokémon, auf dem du reitest. Hector. Das habe ich mich schon immer gefragt. Wir können nicht schwimmen. Wir haben kein... Okay, mal gut, wir sind 10. Nicht jeder 10-Jährige hat automatisch ein Seepferdchen, ne? Schon komisch, dass das aber bei jedem Protagonisten so ist, aber auf jeden Fall egal. Ich find's komisch, dass wir unbedingt ein Wasser-Pokémon brauchen oder ein gemeinen Pokémon, was einfach Surfer kann, damit wir surfen können. Aber so ein random Trainer, der nicht unbedingt viel, viel älter aussieht als wir, vielleicht ein paar Jahre älter, die können einfach, obwohl die 20.000 Wasser-Pokémon haben, die haben, guck mal, der Typ zum Beispiel hat zwei Wasser-Pokémon, die können beide bestimmt Surfer erlernen. Ich bin sehr sicher. Auf jeden Fall, Yurop und Yugong können bestimmt Surfer erlernen. Starmi. Kann gut sein. Ja, aber die können einfach so schwimmen. Die brauchen kein Pokémon. Nie. Kein einziger, ja, schwimmender Trainer schwimmt auf einem Pokémon. Warum nicht? Das wäre doch so cool, wenn man schon auf der Overworld so deren Pokémon sehen könnte, oder? Das wär, also zumindest so ein Schatten oder so. Das fände ich ziemlich cool. Toll, du bist ja richtig stark. Ja, ein bisschen zu stark für dich, oder? Wellenreiten auf dem Rücken eines Pokémon, das bietet einiges an Gesprächsstoff. Okay. Was? Okay, warte, da geht's weiter. Cool, was ist denn das denn hier? Was? Oh Gott, die Form dieser Insel. Oh nein! Hier das Visier, hier das Backpack. Okay, mal komm, hör auf, hör auf. Keine Amoros Jokes, das können wir hier nicht bringen. Oh Mann. Sonderbonbon, yay! Sassy Bonbon, woo! Oh Gott, okay. Egal. Hier kann man bestimmt irgendwelche besonderen Pokémon fangen. Ich kenne mich nicht aus. Warum ist das hier alles... Achso, hier sind wahrscheinlich bestimmte Items, oder? Ich frag mich doch nicht jedes Mal, ob ich das kaputt machen will. Mach einfach. Nö, ist gar nichts. Warum geht das dann? Wenn jetzt auch nichts ist, bin ich genervt. Doch. Flächen Tarbon. Guck nochmal nach, aber hier war nichts. Nee, hier ist nichts. Scam! Unser Backpack ist nichts. Ah, komm. Surfen wir weiter. Ich muss wirklich sagen, in diesem Spiel mag ich irgendwie die Wassermusik nicht so sehr. Die ist ein bisschen langweilig, finde ich. Double Fight! Oder nicht? Hast du gesehen, wie dynamisch ich mich bewegen kann? Der Sieg ist mir gewiss. Dann würde ich so nicht unterschreiben, mein Freund. Weiß übrigens nicht, wie lange die Folge hier sein wird, aber wir werden so lange machen, bis wir diese Wasserroute durchhaben. Sie machen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge durch. Wenn wir dann direkt in der nächsten Folge den Karlberg anfangen können. Ich bin schon richtig gehypt drauf. Also ich freue mich halt einfach ziemlich drauf. Es wird ziemlich spannend bestimmt. Denn da geht die Afterstory erst so richtig los. Ja, Lampi, du bist ein süßes Pokémon, aber leider auch ziemlich schlupflos. Ja, aber trotzdem sehr, sehr cute. Müsste man mal buffen. Weiterentwicklung Landtouren ist auch nicht unbedingt so viel besser. Es ist stärker, das sehen wir jetzt auch. Also, das kriege ich nicht. Aber es ist nicht mehr ganz so cute. Es ist noch okay cute, aber nicht mehr ganz so cute. Und das war, glaube ich, dumm geknirscht. Ich wollte dann meine AP eigentlich noch verbannen. Aber dadurch kriege ich wahrscheinlich Statik, oder? Oh. Noch habe ich keinen Statik bekommen. Ihr müsst wissen, dass Lampi und Lantouren Wasser-Elektro sind. Also auch diese Glühbirnen auf dem Kopf. Die sind elektrisch geladen. Und wenn wir die berühren mit unserem Knirscher, dann werden wir leider auch statisch aufgeladen. Das ist okay. Dann werden wir paralysiert. Das wollen wir nicht. Ne, Thorsten?
Oh, na gut. Ja, er stimmt mir zu. Ein guter Schwimmer zu sein, macht mich leider nicht automatisch einen guten Trainer. Jo. Hi, willst du mich angucken? Nein? Oh, muss ich selber. Sind deine Pokémon gut herangewachsen? Also, schau, das ist ein Baum. Ich denke, der ist schon gut gewachsen. Mantyps! Fun Fact, Mantyps kann man nur zum Mantax entwickeln, wenn man ein Ramorite im Team hat. Ein Hinweis dazu gibt es nämlich im Artwork von Mantax. Denn Mantax Artwork hat so ein Ramorite unten an der Flosse. Und ja, Mantyps kann man nur mit einem Ramorite entwickeln. Das ist ein bisschen blöd. Meine AP sind leider mit meinem Pflanzen-Pokémon leer und ich habe keinen anderen Pokémon mit Pflanzenattacken. Aber. Nee, Elektroattacken habe ich auch nicht. Ich habe letztens gemerkt, dass mein. Also, als ich bei Scorpio die Attacken ein bisschen abgeändert habe, habe ich gemerkt, dass er Donnerzahl hätte erlernen können. Und das hätte bestimmt auch geholfen. Hätte ich Donnerzahl von Anfang an gehabt. Was heißt von Anfang an? Seit ich ihn halt hab, ne? Naja, SpongeBob drüber, passiert mal. Mantax. Ich meine, Mantax sieht schon ganz süß aus, aber Mantax ist the real deal. Das sieht richtig cool aus. Also Mantax ist schon immer so ein Kandidat gewesen, mal irgendwann ins Team zu gehen. Aber ich weiß, dass Mantax nicht unbedingt das stärkste Pokémon ist. Es ist Wasserflug. Glaube ich, dass es Flug ist. Und es gibt so viele Wasser- und vor allem Wasserflug-Pokémon. Und keine Ahnung, vielleicht tue ich es einfach mal im Team. Wäre schon ganz niedlich. Miep, miep, miep. Als Wasser-Pokémon. Und ja. Vielleicht etwas zu gut herangewachsen. Ja, du nicht. Wachse mal lieber am Grund des Bodens. Des Meeres. Des Meeresbodens. Wie heißt das? Boden des Meeres. Keine Ahnung. Ach, ich bin an der Seite meiner Pokémon herangewachsen. Ja, aber merkt man nicht. Hahaha. Ha, ha. Okay. Das war. Runde 230. Das war's. Ja. Das war's. Das war so ziemlich alles. Ja, jetzt brauchen wir auch Schutz auch nicht mehr. Okay. Die Folge könnte noch ein bisschen gefüllt werden. Deshalb gucken wir uns mal den Weg an zum Kahlberg. Den müssen wir auch noch machen. Von daher, warum machen wir nicht gleich jetzt? Dann skippe ich kurz durch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, im Überlebensareal einfach direkt nach rechts gehen. Ich meine, hier nach oben wäre es schon. Wir werden da jetzt herausfinden. Ich meine, es wäre direkt hier. Vielleicht ist hier einfach nur ein Item. Lass uns mal nachschauen. Oh, das sieht nicht gut aus. Hä? Das zählt doch so Überlebensareal? Ein außenstehendes Haus. Okay. Gibt's denn hier Schönes? Hi. Du bist den ganzen Weg hergekommen? Tut mir schrecklich leid, aber hier gibt's einfach nichts zu sehen. Schade, dass mein Freund nicht untereinander teilen kann. Ernsthaft? Hier gibt's nichts? Der andere hat mir zumindest ein Nugget gegeben, der gibt mir gar nichts. Boah, ey, voll geizig. Okay, ich such mal den Weg. Oh, ich hab da unten wohl ein Item vergessen. Das holen wir mal ganz schnell nach. Bisschen Kaban. Wie immer. Hier. Am Ende von 226 haben wir hier nach oben. Zu 227. Und hier geht's zum Kahlberg. Das glaube ich, habe ich auch schon mal gesehen, aber ich habe es halt vergessen. Oh. Falls ich das noch nicht gezeigt habe, zeige ich euch mal kurz was. Wuh, man kann den hier machen mit diesen Dingern. Weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, aber jetzt habe ich es auf jeden Fall gezeigt. Dafür sind die Dinger da. Ich verspüre den Drang, mit dir zu kämpfen. Das ist so gut. Jo. Dann noch diesen einen Trainer hier machen, vielleicht auch den anderen. Und dann werden wir hier in der nächsten Folge wahrscheinlich dann den Kahlberg anfangen. Oh Gott. Dann gehen wir wirklich in einen echten Vulkan. Das wird aufregend. Da bin ich mal gespannt. Oder was meint ihr? Tauros. Gen 1 Pokémon. Was
ja, ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, würde ich mal sagen. Ich glaube, es wackelt so richtig rum, als wäre es irgendwie betrunken oder so. Ich kann sich nicht gerade halten. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall umgekippt. Oh, da ganz knapp das Level ab. Ah, schade. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ich hätte meinem Drang nicht nachgeben sollen. Nö. Also nicht. Solange mein Pokémon bei mir ist, nehme ich es mit der ganzen Welt auf. Das wollen wir mal sehen, du. Oh. Den Treffer machen wir noch. Aber ihr seht, da geht's richtig ab. Oh, der Wasserarenenleiter. Auf in die Natur. Wir haben den Großstadtdschungel durchstreift und sind dadurch stark geworden. Okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das dann hier ablaufen wird. Und einen Schlurp sehen wir noch. Das kann sich auch entwickeln zu einem Schlurp weg. Ja, der Schlurp ist nicht nur, sondern es leckt auch. Ja, vielleicht hatte ich sogar eins, jetzt zwei Pokémon. Ja, Schlurp ist ein cooles Pokémon, was aber, glaube ich, nicht so gut ist. Obwohl, ich weiß es nicht. Ich habe sie benutzt. Aber es ist immer so ein Meme-Pokémon, würde man sagen. Es wird immer in dummen Situationen benutzt, sage ich mal. Nee, Munti hat sie. Also, komplett random eigentlich. Ist Gen 3 hier, das Ding? Aber okay. Na gut. Du magst vielleicht eine weitere Runde überlebt haben, aber aufs Thumbnail kommst du nicht, mein Freund. Nee, nee. Folge ist jetzt vorbei. Hier ist schon das Outro. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ey. Und tschüssele. Immerhin, jetzt kann ich noch ein paar Sonderbonbons verteilen. Das mache ich mal. Offscreen. Du bist wirklich außergewöhnlich stark. Ja, und du nicht. Ja, ich weiß. Sieh nur diese wilde und weit gewundene Terraner an. Kein Wunder, dass Pokémon in dieser Umgebung stark werden.